Herr Toppmöller, Glückwunsch an Sie und Ihr Team. Einmal Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, wir wussten, was auf uns zukommt hier bei der Eintracht. Ein Hexenkessel, ein volles Stadion, eine Mannschaft, die vorne sehr viel Qualität hat, viel Tempo hat, gute Technik. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit eine gute Kontrolle über das Spiel hatten, dass wir defensiv alles im Griff hatten, bis auf den einen oder anderen Standard, der mal gefährlich wurde. Selber aber nicht in diese Offensivaktion reingekommen sind, die wir uns vorgestellt haben. Wir hatten dann schon die Eintracht einen Tick anders erwartet, dass sie vielleicht ein bisschen höher anlaufen und dass sie uns vielleicht einen Tick mehr Räume geben. So war es halt erstmal viel im tiefen Block in der eigenen Hälfte. Und das musste erstmal dann spielen. Die Jungs haben das geduldig gemacht. Wir haben in der Halbzeit dann zwei, drei Dinge angesprochen, die wir besser machen wollen, von der Positionierung her, von meinen Flügelstürmern und auch von den Achtern. Und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und am Ende gehen wir in Führung durch eine Top-Aktion von Hugo, wo man einfach seine Qualitäten sieht. Diesen Ball mit dem Außenriss so zu spielen, ist schon eine Top-Situation. Mit Fares war letzte Saison sehr oft das Thema, zweiter Pfosten, da war er jetzt. Sind wir sehr glücklich drüber. Und dann hat das Spiel natürlich einen guten Lauf genommen für uns. Braunschweig hat weiter tapfer dagegen gehalten. Hier musst du erstmal Montagabend bestehen. Das haben wir. Und von daher sind wir froh, dass wir hier weitergekommen sind. Danke. Vielen Dank, Herr Toppmöller. Daniel, deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Frankfurt zum Weiterkommen. Ja, es war klar, dass heute eigentlich alles passen muss, um hier eine Runde weiterzukommen. Ich glaube, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Im tiefen Block sehr, sehr viel weggenommen, haben es geschafft, immer wieder auch eigene Nadelstiche zu setzen über Umschaltmomente, aber auch über Standardsituationen. Und ich glaube schon, dass das Spiel bis zur Pause sehr offen war, was dann natürlich ja, uns so ein bisschen auch hinten heraus zum Verhängnis geworden ist, sind einfach diese 10 Minuten ab der 52. Wo wir die drei Gegentore dann auch kassieren. Mich ärgert natürlich, dass wir gerade beim 0-1 einen, glaube ich, sehr vermeidbaren Ballverlust haben, selbst im Angriffsmoment sind, so ein bisschen den Schwung auch der ersten Halbzeit mitnehmen wollten. Und dann einfach ja, die ganze Situation, glaube ich, bis zu dem Moment, wo Ikiteke dann den Ball mit dem Außenriss auch überragend reinspielt, die Situation nochmal unterbinden können. Und danach ist man ein bisschen kopflos geworden. Frankfurt hat es dann sehr, sehr gut gespielt, hat die individuelle Qualität im letzten Drittel brutal gut ausgespielt. Und schade, dass wir dann diese Momente, ich glaube beim 2-0 haben wir das Abseitstor, wo es minimal abseits ist. Beim kurz nach dem 3-0 haben wir auch die Riesenmöglichkeit von Chris Conte, wo es, glaube ich, auch mal zweimal wieder ins Spiel gehen kann. Und ja, umso bitterer ist es dann, einfach in der Deutlichkeit zu verlieren. Man hat aber heute noch wieder gesehen, dass eine Halbzeit auf dem Level einfach nicht ausreicht. Und du für alles, was du dann dem Gegner auch anbietest, bestraft wirst. Möchte eine Sache noch loswerden, die mir ganz, ganz wichtig ist, wenn man sieht, was hier heute über 90 Minuten an Stimmung von den Fans gemacht wurde, was gerade in den letzten 20 Minuten auch in einer sportlich aussichtslosen Situation mit dem Rückstand von den Rängen kam, muss ich sagen, gibt uns unheimlich viel Kraft, macht mich stolz, weil ja, uns dort einfach eine Energie dann auch entgegenkommt, die wir in den nächsten Wochen auch gebrauchen können. Und da ein Riesenkompliment an unsere Fans, an die Zuschauer heute für das, was sie von den Rängen einfach an Energie in Richtung Platz gebracht haben. Danke. Danke, Daniel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Nennen Sie gerne einmal Ihr Medium und Ihren Namen, bitte. Ja. Ulrika Sickenberger, Bild-Zeitung. Dino, was hast du denn Hugo in der Pause gesagt? Hast du ihn noch mal kitzeln müssen oder provoziert? Oder wie kannst du dir diese Explosion dann erklären? Weil dann nach der Pause ja wirklich alles geklappt hat bei ihm. Nee, zu ihm persönlich habe ich nichts Spezielles gesagt. Ich habe es im Vorfeld ja schon gesagt, dass wir auf ihn setzen wollen, dass wir in ihm sehr viel Qualität sehen. Das hat in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll bewiesen. Gibt es eine weitere Frage? Nennen Sie auch einmal gerne Ihr Medium und Ihren Namen, bitte. Nikolas Richter von SG Feuerwehr.de. Herr Toppmöller, heute haben Sie Götze wieder mal in einer ein bisschen offensiveren Rolle
aufgestellt als zuletzt. Da hat er ja so die 8 oder den 6er Part neben Skiri übernommen. Das hat heute Larsson gemacht. Wir haben sie heute sein Spiel gesehen. Mario oder Hugo? Mario. Mario ist ein unheimlich schlauer Spieler, der uns eine gute Ballsicherheit gibt. Wir hoffen uns dann von den 8er Positionen in der ersten Halbzeit, haben wir das dann auch gesehen und auch angesprochen, dass sie schon einen Tick offensiver werden, dass sie mehr mit in die Box reingehen. Und auch bei dem dritten Tor von Heki war es ja auch so, dass Nils den Ball auf Hugo Larsson spielt. Der legt mit der Brust dann rein. Das ist halt für uns wichtig, weil ansonsten hast du wenig Boxpräsenz. Wenn du immer nur die einzige Spitze vorne hast, dann müssen immer die Achter mit in die Box rein. Das haben wir angesprochen, das haben sie dann gut gemacht. Das können wir noch einen Tick besser machen. Aber er gibt uns halt unheimlich viel durch seine Erfahrung, durch seine Ballsicherheit. Hier vorne gibt es eine weitere Frage. Heinrich von der FAZ, auch an Herr Toppmöller. Direkt vor Ihren Augen, Christensen hat das sehr mutig gemacht in der ersten Halbzeit. Er hat sowas ausgestrahlt, was viele andere noch nicht von der ersten Minute an so vorgelebt haben. Ist das so ein Typ, der dem sehr nahe kommt, wie Sie das Spiel sehen möchten von der Eintracht? Ja, absolut. Wir haben in der Halbzeit ihn auch angelobt, weil er macht doch einfach mal Bälle scharf. Ja? Er bringt die Bälle in die Box rein und hat man dann in der ersten Halbzeit dann nochmal so einen zweiten Ball, den Heki dann nicht richtig trifft, wo du aber auch Torgefahr erzeugst. Und das ist das, was wir brauchen. Und Rasmus ist ein Spieler, der eine tolle Energie mitbringt in jedem Training und auch in den Spielen. Und das ist genau das, was wir uns von ihm erhofft haben. Er hat schon das Potenzial, ein Publikumsliebling zu werden, weil er einfach das Herz am richtigen Fleck hat, die Einstellung mitbringt, marschiert die Linie rauf und runter und hat eine knackige Zweikampfführung. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Kann gerne so weitermachen. Gibt es weitere Fragen? Dem ist nicht so, dann vielen Dank unseren Gästen aus Frankfurt. Eine gute Heimreise, einen guten Saisonstart. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Ciao. Schönen Abend. Ciao.